So, hallo zum Paludarium-Update. Heute am 5.4. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt schon ein paar Pflanzen drin. Hier eine kleine Orchidee, hinten dran eine Bromelie, die kam gestern, hier oben links reingesetzt. Diese ganzen hellen Flecken, ja, da jetzt eine Tillandsie. Diese ganzen hellen Flecken, das sind Moossporen. Habe ich mal ausprobiert, ob das was wird. Hält sich recht feucht das Becken. Dort hinten noch eine Bromelie. Hier Spiky Moss, glaube ich, ist das. Habe ich überall mal ein bisschen was verteilt. Hier eine Amano-Garnele. Die hat nicht gerafft, dass ins Wasser gehört. Ja, wird ihr wohl gefallen, die ist ja schön am Rumfressen und rummachen. Hier habe ich noch ein paar Wasserlinsen im Wasserteil. Hier in der Bildmitte jetzt ein Ableger von meinem kleinen Ficus. Der soll da irgendwann mal da die Wände hoch ranken. Ein paar Moossporen auch ins Wasser. Mal gucken, was passiert. Wasser ist noch recht trüb von meinem kleinen Unfall mit dem Lehm. Ja, hier nochmal eine Gesamtansicht von dem Terrarium. Und ja, das soll schon gewesen sein mit dem Update. Bis zum nächsten Mal.